Wir müssen zum dritten Kind von Lorenzo. Mal gucken, wo sich das versteckt. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 6. Wir fliegen jetzt erstmal geradeaus. Dann wohl dahin. Das ist keine Finca. Ich gehe erstmal die Fincas an. Ich denke nicht, dass da, wo böse Buben sind, dass auch die Kinder sind. Da haben wir was gefunden. Ich würde erstmal in der Nähe vom Hauptquartier unterwegs sein. Wobei in der Nähe, wenn ich dran denke, dass ein Kind hier hinten war in Concepción. Puh. Bei Concepción ist ja auch ein klein wenig noch naheliegend vielleicht. Wegen La Moral. Auch wenn er nicht bei La Moral ist, aber er hat ja mitgeholfen. Vielleicht können wir in dem Bereich uns erstmal verständigen zu suchen, auch wenn das schon verdammt viel ist. Von da, ich sag mal hier, in diesem Bereich erstmal. Wobei diese Ecken, das ist jetzt auch nicht viel mehr. Eieiei, das kann was werden. Na, wir fliegen jetzt erstmal nach unten zu Kind Nummer 3, hoffe ich. Naja, unten haben wir doch den... Ja, den mit der großen Klappe verfolgt. Nee, wird nix sein, hier sind wir ja... Los. Hier sind wir doch gelandet, oder? Dann sind wir hier in die Pampa. Als wir die große Klappe verfolgt haben. Nee, das war nochmal woanders. Das waren Häuser mit Wänden. Das sind keine Häuser. Hallo, sucht jemand einen Papa? Wasser sind wir nicht. Nee, fällt weg. Wasser. Sieht nicht so aus. Da ist eine Wand an der Hütte. Das noch am ehesten, aber... Wenn das der Berg wäre, dann würden wir den Schriftzug da sehen und in die Richtung geht's hoch. Nee. Ja, hier wird Gift versprüht. Moment. Scheiß Flieger. Komm her. Nicht nerven. Das war eine EMP. Der Flieger ist wichtiger als hier Arschkrampen. Pass auf dich auf, Dani. Jawohl, er geht runter, oder? Nee, er ist bloß vorbeigeflogen. Auf jeden Fall kein Treffer.
Digit. Komm runter. Jetzt. Gucken. Oh. Leicht verdeckt. Also, wo waren wir stehen geblieben? Nee. Waren wir gerade schon. Wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Fliegen wir jetzt da hoch. War das sogar ein böses Gebiet gewesen? Ganz, ganz sehr schön. Mir sieht's auch nicht passend aus. Dafür sind wir nicht flach genug unterwegs. Ist auch eher wo unten. Ah, jetzt sehe ich gerade die Werft da unten. Moment. Hätte ich ja mal eher drauf kommen können. Wo ist denn hier diese Felipe Kürbisse? Sieht doch zu niedrig aus. Ah, hier. Ja! Felipe. Ja, Zotzi. Diese ganzen Töpferwaren erinnern mich an das Bild von Lorenzo. Ich sollte sie fragen, ob sie Felipe kennt. Hallo, Felipe. Ich suche nach Felipe. Mein Mann ist lange tot. Er ist mit euch Guerilleros in den Kampf gezogen und gefallen. Du kannst sein Grab auf dem Friedhof sehen, aber wenn du ihn hörst, das ist nur sein Geist. Okay. Dann verbuddeln wir den Brief. So einfach ist das. Friedhof, das war hier in der Nähe. Friedhof. Zu unserer Rechten. Achso, das Handy ist draußen, deswegen geht die Schrift nicht weg. Ich hätte mal mehr in den Hintergrund gucken sollen. Die Werft war schon auffällig. Sieht jetzt nicht nach Friedhof aus.
Er auch nicht. Das ist auch kein Friedhof, das ist eine FND-Basis, eine ehemalige. Sieht noch wieder aus. Entschuldigung, wir stören nur ganz kurz. Ist irgendwas laut? Hier ist ein Tonband oder so. Das klingt ja seltsam. Hätte irgendjemand ein Tonband angemacht. Das ist ja interessant. Der lebt, der will uns verarschen, der hat sich von seiner Frau, er wollte wahrscheinlich von seiner Frau loskommen, hat seinen Tod vorgetäuscht. Und wir finden den jetzt und dürfen ihn nicht verraten. So wirkt das auf mich gerade. Versteckt hier irgendwo. Versteckt, hier waren wir schon. Raus, aber auch drauf. Wenn du Stimmen hörst, ich schieb meine Tasche rum. Wir trampen hier auf den Gräbern. Ja. Dann ist es nur sein Geist, die Stimme. Nur sein Geist. Was hier alles rumsteht. Nicht auffällig, wenn das wie ein Lautsprecher klingt und da auch noch ein Lautsprecher steht. Irgendeinen Schalter hier drücken, damit der rauskommt. Der muss irgendwo mit seinem Mikrofon hocken. Ja, auch noch irgendwo eine Nebelmaschine haben. Da drin ist die. Da ist noch die andere Box, aber doch irgendwie ein Anhaltspunkt. Vorbei. Da, wir kriegen Besuch. Spezialeinheiten. Konyo. Wo geht denn der von seinem Geschütz?
Jetzt kann er sich nicht mehr bemerkbar machen. Können wir den Brief nicht einfach hier hinlegen? Fertig? Nee, wir würden ihn jetzt schon zur Rede stellen. Weil der lebt noch, meine ich. Der lebt noch. Ist er in diesem Auto da? Brauchen Sie Hilfe? Haben Sie sich verfahren? Ja, Auto raus. Nee, nicht mehr. Sind die... Hatten die eine Drahtlosverbindung? Wenn nicht, dann müssten wir bloß einem Kabel folgen. Da ist doch noch eine Platine drin. Irgendwo hier muss da noch einen Anhaltspunkt geben. Hier ist noch eine Box. Hier oben geht's bestimmt weiter. Rauchschalen. Weh, der Gyro ist dann wieder weg. Sicher ist sicher. Jetzt reicht es, noch andere Musik zu hören. Er hat erstmal sein Spielzeug kaputt. Irgendwo hinter uns. Ich bin ein Geist. Nein, du meinst. Versteh schon, du bist ein Geist. Ich bin nicht hier, um dich zu rekrutieren. Also lass den Scheiß. Ich habe einen Brief für dich von deinem Papa, Lorenzo Canseco. Was? Er hat nie zugegeben, mein Vater zu sein. Er hat sich nicht getraut. Also hat er sich in den Bergen versteckt, aus Angst vor dir. Siehst du da irgendeine Parallele, Felipe? Brauchst du eine Zeichnung? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich habe keine Angst. Ich bin ein Geist. Wie unheimlich. Inga, ich gehe. Also irgendwie sind die alle, zumindest die letzten, wie der Vater. Sie, die gemalt hat, er nicht. Die anderen beiden drücken sich vor irgendwas. Er sich vor seiner Frau, Vergangenheit. Irgendwie so. Der davor, ja, hat auch eine Ausrede, warum er so ist, wie er ist. Schon kaputt. Hier ist aber noch ein Spielzeug an. Kann er sich neu kaufen. Gut, das wäre dann Nummer 3 gewesen. Bleiben noch 4. Ging bisher einfacher von der Hand als gedacht, wenn ich die ganzen Punkte sehe, wo wir hinfliegen könnten. Ich glaube, ich mache da weiter. Man erkennt die Kinder also wieder, also teilweise am Verhalten und oder auch zum Beispiel an der Stirn.
Na, ich gehe mal noch. Bisher waren die immer bei Finkas, abgesehen von Concepcion. Ah, vielleicht sollte ich doch alles Mögliche anfliegen, was wie so ein Haus aussieht oder wie eine Hütte. Am Ende passe ich nämlich so jemanden, wenn ich jetzt nur auf Finkas gehe. Aber ist das keine Finca. Die beiden sind keine Finkas, das auch nicht. Das wiederum schon, das ist der Aussichtspunkt, das ist eine Höhle. Eine Finca, eine Finca. Eine Finca, eine Finca. Eine Finca. Das ist keine Finca. Okay, ich versuche mal die Kurve zu schlagen. Wir fliegen jetzt hier unten lang. Ich gehe erstmal hier so in den Umkreis. Und da hier hinten was war, kann ich mir eben auch vorstellen, dass hier hinten was ist. Finca Flores. Offiziell ist das keine Finca. Keine Finca, das ist eine Finca. Kokos, Konukoofen. Das ist nur ein Friedhof. Wir waren gerade auch bei einem Friedhof. Oh, hier hinten könnte halt auch noch was sein. Das haben wir noch gar nicht entdeckt. Oh, apropos. Da oben ist auch noch ein Fleck. Ich glaube, das ist zu weit weg. Hier ist keine Finca. Hier auch nicht. Also, ja, wobei hier. Weil da haben wir noch keinen Finca-Marker, weil wir halt da noch nicht so richtig waren. Oh. Das könnte anstrengend werden. Wir fliegen jetzt aber erstmal südlich vom Hauptquartier. Entlang hier. Die Roxas fliegen wir jetzt an. Hoppla. Ich wollte schneller fliegen. Ich wollte gar nicht schießen. Diese Lichtstimmung schon wieder. Schön effektiv, diese Gyro. Besser fliegen. Dickes Fenster. Na sowas. Vergiss nicht, Siegfriedo nach dem Pelikan zu fragen, der über den Berg fliegt. Das ist der, den wir schon hatten, da er mit dem Funkgerät. Es könnte bedeuten, dass diese Dame nicht mehr da ist. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Was macht ihr Spaß für den? Die einfach überhaupt nicht reagieren. Lass sich einfach abknallen. Ist die KI hier ist echt, naja, nicht so gut. Danny hat noch nicht angeschlagen. Ich habe jetzt auch noch nichts erkannt. Da ist kein Wasser, das ist eine Straße. Hügelig und kein Wasser in der Nähe. Zu hohe Bäume, zu viele Bäume, zu wenig Palmen. Da ist einer. Schaut mal, was da steht. Eine Finca.
Perdomo. Fehlt's Wasser. Passt von der Landschaft her nicht. Das ist nix. Eine Finca mit P. Hier war doch eine, aber die war mit O. Die Finkas werden es alle nicht sein, da hatten wir schon Mission. Finca Toca. Finca Villaran, da ist was Rotes drumherum, wobei das muss ja nichts heißen. Das wird auf jeden Fall nicht einfach. Ich war bestimmt noch zu unaufmerksam. Warum wird die Finca nicht gezeigt, nicht angezeigt? Sehr belastend. Vielleicht ist hier noch eine Finca? Ah, sieht nicht so ganz nach Häusern aus. Mist. Okay, ich fliege jetzt einfach mal ein Stück weiter, ich will wieder vorankommen. Noch zwei Finkas. Ich fliege hier an die Finkas ab. Einfach geradeaus. Wir sind ja gerade bei der richtigen, ne? Ja, bei der angepeilten. Hola. ¿Y eso? Oye, comadre. Ja, jemand angekommen? Den wir umknallen müssen? Hallo? Rückt mich so. Zu unserer Rechten. Oh, ab in die Rotorblätter mit euch. Nein, lieber nicht. Es gibt nur eine Sauerei. Ach hier, das Lied, das kennen wir doch. Das haben wir vom USB-Stick. Die Straße. Das kennen wir vom USB-Stick. Wasser, ja, aber kein Fluss, eher eine Küste. Viel Landschaft, aber in die Richtung geht's sehr hoch und wir gucken ja eher gerade nach unten und da ist eben die Küste, also nein.
Das ist zu flach. Am Wasser, aber da ist eine Küste. Das sieht auch nicht passend aus. Hier wird nichts sein. Dem Geruch ist das deutlich angenehmer, sonst würde es sich dann noch mehr ziehen. Vielleicht haben wir das Kind jetzt zerstört. Bin verlebt der Typ noch, der eigentlich umkommen sollte. Benzin zerrupft. Wilde Sau. Okay, das Problem löst sich gleich doch nicht von selbst. Schade. Ich glaube, du stehst im Laser. Komm, greif an. Jawoll. Gut, währenddessen gucken wir uns mal um. Aber sieht auch nicht passend aus. Zu weit oben. Und noch keine Bilder hier. Und die haben wir auch gerade nicht hochgejagt. Außerdem ging hier die Jagd weiter. Hä? Hier sind wir doch hochgeklettert wegen nochmal runtersegeln, oder? Ja. Sind wir im Quad hochgefahren. Hier gab es schon eine Mission. Pelikan. Eine große Klappe. Dafür ist es hier zu hügelig. Dafür sind wir zu weit oben. Nee. Okay. Nee. Das ist keine Finger, das ist eine Walle. Deswegen lasse ich die jetzt mal aus. Finca Alvarez. Radio Fernando, da werden wir, denke ich, nichts mehr finden. Die Finkas hier oben, die können wir abhaken, weil hier waren wir schon. Aber nur da oben, ich denke mal, hier unten können wir wieder ansteuern. Die zum Beispiel, ne, ist keine Finca. Die zum Beispiel, Aussichtspunkt, ist nur eine Höhle. Hier sieht es nicht aus, als gäbe es da eine Finca. Finca, ja. Ich glaube, die beiden fliegen wir da noch an. Das sind wir noch ganz schön weit weg. Das Lied haben wir auch schon vom USB-Stick gehört. Thank you.
Hoppla. Die Hütte hier würde ja passen, aber hier hatten wir ja auch schon eine Mission. Nee. Hier gibt's halt nur das. Keine Bilder davor, man sieht kein Wasser, es ist nicht flach, das wird nichts. Hey! Ein Scharfschütze hält Wache. Nee, der ist jetzt tot. Hält eher Schlaf. Na, du Fotzgesicht. Hier geht's zu. Die Musik läuft noch, die wir gerade gehört haben. Waren wir da schon? Wir haben doch... Nee, wir sind da oben gestartet. Wir sind zuerst nach oben geflogen, dann geradeaus. Hier ist Wasser, ja, aber hier ist kein Fluss. Das sieht auch nicht gut aus. Oh nein! Qualmt er schon? Ne, er dreht sich nur noch. Oh nein. Jetzt nicht ins Wasser purzeln. Oh. Scheiße! Nein, wir sind endgültig gestorben. Nein, nicht gestorben. Wir haben uns gezeigt, was theoretisch möglich wäre. Nein! Oh. Können wir bitte wieder oben beim Hauptquartier landen, bitte? Landen wir eh nicht. Oh. Was will ich denn hier? Ich muss mehr aufpassen, das ist ja kacke. Ist auch kein Quad, ne? Wir haben eins hier hochgebracht, als wir wegen des Pelikans angekommen sind, aber das haben wir halt mitgebracht. Eine Scheiße. Ja, ist das belastend. Nein, ich reise nicht schnell. Das verbitte ich mir gerade weiterhin. Was? Drei Fotos? Und wie was? Wer lebt denn noch? Der Hund. Du bist erledigt! Glaube ich nicht. Oh, wieso denn kein Tod von oben, Dani? Kopfschuss aus der Hüfte. Sehr schöne Munition. Was sind für neue Fotos? Noch mehr Kinder gefunden, zu denen er jetzt einen Brief geschrieben hat. Hier ist nichts mit neu. Wahrscheinlich, weil wir gerade eben die Briefe nochmal als Gegenstand erhalten haben, sind jetzt die Fotos da, die er uns ja geschickt hat, der mit uns gesprochen hat. Das mit dem Sprechen blieb jetzt aus. Ich denke mal, das gehört noch zur Mission, weil wir die, wie gesagt, Gegenstände, Briefe gerade auch nochmal frisch erhalten haben. Wir sind auf der richtigen Spur, aber das dauert. Theoretisch müssten wir damit schneller sein, weil das Ding handlicher ist. Da bin ich wieder aus der Puste, aber ich sehe hier keinen Unterschied. Das geht genauso schnell. Irgendwas trampelt neben uns.
Hier kenne ich mich aus. Die T-Kreuzung kenne ich. Stellt euch mal vor, es gäbe nur die Möglichkeit, entweder schnell zu reisen oder den langen Weg hochzugehen. Oh Mann. Ist zum Glück nicht so. Zeitlich aufwendigste Mission, die sie hatte, Liebe. Diese Bezeichnung, ey. Puh. Diese Art der Liebe. Na, das machen wir nicht nochmal. Hey. Halt er durch. Ich hab gehört, dass sogenannte See- und ja, du ruhst dich hier aus. Ey, das. Eigentlich deine Aufgabe, die Briefe zu bringen. Ja, ich bring dir einen Brief, ich bin dein Papa, aber ich gehe wieder, ich will nicht mit dir reden. Dann geht's in der nächsten Folge weiter mit Fliegerei und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.